Hallo, DiscoFox-Freunde. Wir machen alle jetzt eine schwierige Zeit durch, dürfen nicht raus, dürfen nicht tanzen. Ja, darum haben wir beschlossen, jetzt mal so einen kleinen Tanzkurs für zu Hause zu machen, ja, weil uns auch viele angeschrieben haben. Wir haben eine Kombi, das sind nur zwei Figuren, aber wenn man die ein bisschen anders tanzt, ist für jeden was dabei, für Einsteiger. Ja, für Fortgeschrittene und zum Schluss mit einer kleinen Änderung dann für Profis. Wir wünschen euch viel Spaß und fangen jetzt damit an. Also, ja, ich zähle immer für einen Mann, weil er führt. Ja, doppelte Handhaltung. Ja. Er geht mit beiden Händen hier zusammen und von ihm aus gesehen links rum. Für die Dame ist es die linke Schulter nach vorne, also Uhrzeigerdrehung oder eine Rechtsdrehung hier. 1, 2, bam, bam oder Tipp. Ja? Er jetzt mit der rechten Schulter nach vorne, ja? Also gegen den Uhrzeigersinn, eine Linksdrehung. Hände nach oben lassen, hier durch das Fenster durch. 1, 2, bam, bam. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Also wie gesagt, diese Figur ist für Einsteiger. Beide Hände zusammen. Sie dreht, bam, bam. Er dreht, bam, bam. Oder Tipp, was ihr könnt. Ja, paar Mal hintereinander. Sie dreht, bam, bam. Er dreht, bam, bam. Sie dreht, bam, bam. Er dreht, bam, bam. Wartet mal. Ja, macht's richtig. Ja, super. Ja, ein kleiner Tipp. Kostet zu viel Kraft und sieht nicht so gut aus. 1, 2, bam, bam. 1, 2, bam, bam, 1, 2, bam, bam, 1, 2, bam, bam. Kostet zu viel Kraft und sieht nicht gut aus. Lasst die Hände, meine Herren, wenn ihr wisst, dass er die Figur ein paar Mal macht, schön oben. Sieht wesentlich schöner aus und ist nicht so hektisch. So, das war jetzt für Einsteiger. Mit einer kleinen Veränderung, ja, machen wir jetzt F-Kurs. Für die schon länger tanzen. Ja. Und zwar machen wir jetzt einen Platzwechsel. Ja. Einziger Unterschied ist, wie der Name sagt, Platzwechsel. Sie geht auf meinen Platz, ich auf ihren. Muss ich natürlich als Herr anzeigen. Weil sie weiß ja nicht, Jungs, was ihr wollt, Tänzer. Also ziehe ich zuerst an meine linke Seite und fange dann mit der Drehung an. Bei solchen Platzwechsel 80%, wir treffen uns immer in der Mitte. Also, Tänzer, ihr müsst auch gleichzeitig laufen. Sieht so aus, linke Seite, ich gucke sie die ganze Zeit an. 1, 2, bam, bam oder Tipp, was ihr macht. Ja? Das gleiche jetzt für den Herrn, Platzwechsel, diesmal schaut sie ihn an, er dreht. Wieder auf ihren Platz, sie auf meinen Platz. Diesmal ziehe ich so in meiner Mitte und gehe links rüber. 1, 2, bam, bam. Sonst will die Dame drehen. Also noch einmal. An meine linke Seite, die Dame dreht. Ich gucke sie an. Sie zeigt mir die kalte Schulter. Er. 1, 2, bam, bam. Sie. 1, 2, bam, bam. 1, 2, bam, bam. Und an den Grundschritt ändert sich gar nichts. Er fängt immer links an, sie fängt immer rechts an. Also haben wir jetzt zwei Figuren, können wir auch aneinander rein. Sie dreht, bam, bam. Er dreht, bam, bam. Platzwechsel, Platzwechsel. Ja, so, jetzt haben wir das gleiche Prinzip wieder, aber jetzt eine Stufe schwieriger. Ja. Der erste Teil bleibt wie gehabt. Sie macht den Platzwechsel, gleiche Führung, so ein bisschen an seine linke Seite. Er guckt sie an. Bam, bam. So, auch wieder die rechte Schulter nach vorne, aber die linke Hand geht an seine rechte entlang bis zu seiner rechten Schulter. Zack. Zack. Die rechte Hand geht dann über seinen Kopf. Und jetzt machen wir aber einen Platzwechsel, aber diesmal nicht an, also von ihr gesehen die linke Seite, sondern die rechte Seite ist die linke Seite der Dame. Wir zeigen es mal langsam. 1,
Quo, bam, bam. Jetzt ist die linke Hand an seiner rechten Schulter. Jetzt macht er einen Grundschritt, kann die Hand über seinen Kopf tun. Eins, zwei, bam, bam. Also wie gesagt, der Unterschied, wenn er jetzt einen Platzwechsel gemacht hat, ist er von sich aus gesehen, also von ihm aus gesehen, an der linken Seite, an ihrer rechten Seite vorbeigegangen. Eins, zwei, bam, bam. Bei der zweiten Version, die ein bisschen schwieriger ist, weil er jetzt auch drehen muss, geht er von sich aus gesehen, rechte Seite, ihre linke Seite und macht eine Drehung. Eins, zwei, bam, bam. Jetzt tut er die Hände über den Kopf. Eins, zwei, bam, bam. Und jetzt könnte man alles wieder neu machen. Man kann auch die ganze Kombi zusammenhängen. Sie dreht, bam, bam. Er dreht, bam, bam. Platzwechsel. Platzwechsel. Ihr Platzwechsel. Sein Platzwechsel. Über den Kopf. Und dann könnte man das Ganze von vorne beginnen. So, das war es jetzt von unserer Seite. Wir hoffen und drücken die Daumen, dass ihr gesund durch diese schwierige Zeit kommt. Ja, würden uns natürlich freuen, wenn wir uns dann irgendwann nach der Krise wieder beim Tanzkurs oder beim Tanzen sehen würden. Ne? Und das Einzige, was uns jetzt noch übrig bleibt, ja, viel Spaß beim Üben. Und bis nächstes Jahr gesund.